Ich komm jetzt zu dir runter. Ich will deinen Ausweis sehen. Was? Ja, Digga, ich wusste schon, dass er sagt. Er hat mir nur so gefragt, ich soll ja darauf antworten, ich hab. Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Weil er meine Worte in Lines, Creative Code für den Ripe, iCrimex OG. Ihr wisst Bescheid. Hey Leute, Crimex hier und herzlich willkommen zum Freundschaftstest 3.0 mit Standardskin! Da schwingt er mit seiner 100er Fahne, Digga. Was soll los? Auf jeden Fall, Leute, auch noch frohe Weihnachten, denn dieses Video erscheint ja an Weihnachten, Leute. Wie immer, die Episode von Standardskills Antworten gibt es auf seinem Kanal. Die Episode von meinen Antworten seht ihr jetzt, Leute. Checkt okay, auf jeden Fall. Okay, Alex, erstmal kurz an Alex SpielTV, der die Karte wieder erstellt hat. Genau, eine Alex. Sache. Kuss geht raus. Wie gut kennst du deinen Bro? Er hat zweimal verloren. Ich möchte nicht, dass er mich irgendwie wieder Bro, Bruder, Kumpel oder sonst. Wir sind Bekannte. Oha. Ja? Du bist für mich ein Bekannter. Stich ins Herz, Digga. Schmutz bist du. Ey, aber weißt du was? Ich werde dir heute beweisen, was ich alles über dich weiß, was für ein guter Freund ich bin, Digga. Nee. Ich werde es dir heute beweisen, Digga. Nee, du bist kein guter Freund. Ich werde es dir heute beweisen. Würde. Warte, stopp. Wir machen mit einer Challenge. Ich bin ja gerade noch bei dir zu Besuch. Wir machen der Gewinner. Leider bist du noch zu Besuch. Leider. Ja, noch bis morgen, dann bist du mich ja los, Bruder. Ja, ja, ist ja okay. Ja, wir machen, danke. Der Gewinner darf dem Verlierer eine Nackenschelle geben. Okay, bist du dabei? Okay, bist du dabei? Wie gesagt, Leute, das gleiche wie letztes Mal. Ich weiß nicht, wie viel Punkte Philipp machen wird. Leute, deswegen checkt sein Video aus. Bei ihm, er checkt mir aus. Und so machen wir das hier, Leute. Here we go. Lasst alle ein Like und ein Abo da. In diesem Sinne würde ich sagen, hier der Eingang für, wie gut kennst du das? Geht Eingang für Black One Night Crimex. Let's go. Here we go, Leute. Wir müssen wieder Punkte ziehen. Wie viele Kinder will Philipp mal haben? Boah, das ist so eine schwere Frage bei Philipp. Das ist so eine richtig schwere Frage. Also bei mir ist persönlich 2 Kinder. Ich glaube, aber Philipp ist auch so jemand, der sagt kein Kind. Ich weiß es nicht. Bei Philipp kann ich mir das gar nicht vorstellen. Bei Philipp kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber ich... Ich glaube, ein Kind. Wir nehmen die goldene Mitte. Keine. Oha, ich will auf jeden Fall mal mindestens 2 haben, so. Okay, na gut. Okay, da kein Problem, Leute. Wo kauft Philipp allgemein am liebsten ein? Real, Rewe, Aldi. Real. Philipp geht hier immer zu Real. Wenn es jetzt nicht Real ist, dann ist er ein Lügner, weil er geht hier immer zu Real. Ja, wusste ich doch. Okay, erster Punkt, Leute. Wie groß ist Philipp genau? 1,86, 1,84 oder 1,82. Also das Ding ist, ich bin 1,80. Und Philipp ist eigentlich genauso groß wie ich. Also dachte ich jetzt auch eher 1,80. Maximum. Ich glaube, er schätzt sich hier sogar ein bisschen größer, weil er auch cool machen will hier. Deswegen würde ich sagen 1,82. Und... Nee, Digga. Nee. Niemals bist du 1,84 groß. Niemals. Doch. Bin ich. Nein, bist du nicht. Wir sind. Bruder, ich bin 1,80, Alter. Oder 1,83 bin ich. Ja, es gibt als Antwortmöglichkeiten 82, 84, 86. Ich gehe in 82 rein, weil wir circa gleich groß sind. Und da steht. Nein. Du bist niemals 4 cm größer als ich. Ja, doch. Ich bin. Digga, vielleicht bist du auch größer geworden. Digga. Ich komme jetzt zu dir runter. Guck dir meinen Ausweis. Ich komme jetzt zu dir runter. Ich will deinen Ausweis sehen. Ja, guck dir aus. Ich will deinen Ausweis sehen. Und wir messen uns. Ja, boah. Komm jetzt runter. Ich komm jetzt runter, Digga. Pass mal auf. Ja, steht 1,80, Digga, aber stimmt nicht, das ist alt. Was willst du jetzt hier? 1,80. Ich bin. Nein, ich bin aber 1,84. Stell dich mal bitte. Nein. Du weißt, wir uns küssen. Nein. Und er will mir erzählen, dass er 4 cm größer ist als ich. Digga, du stehst sowieso hin. Weißt du was? Was? Ja. Ja, wie stand ich da? Ich film meine Zähne noch mit. Komm her. Digga, guck mal, wo bei mir gemessen worden ist, letztes Mal hatte ich vielleicht Schuhe an. Bei mir wurde safe. Nein, bei mir wurde gemessen 1,84, Digga. Die Frage steht ja nicht, wie groß bist du? Ach, Digga, du bist laberst Scheiße einfach. Piss dich aus meinem Channel hier. Ja, warte, Punkt für mich. Digga, du kriegst keinen Punkt, wenn fertig ist. Doch, ich krieg einen Punkt. So, das heißt, zweiter Punkt. Was für einen Anhänger hat er an seinem Schlüsselbund? Keinen Doctec Mercedes-Benz. Ich glaube, Mercedes-Benz-Anhänger hat er. Und es ist Mercedes-Benz. Okay, 3 Punkte, Digga. Was da los? Wie würde Philipp gerne heißen, wenn er die Wahl gehabt hätte? Rudolf Paulberger Günther. Ey, das ist doch so eine Fangfrage. Das Ding ist Paulberger. Eigentlich würde ich sagen, weil Philipp und ich sagen ja immer Paulberger, aber dieser Alex, der die Map gebaut hat, hat mir extra so geschrieben, in Klammern nicht Paulberger mit so einem Lachsmiley, weil der weiß, dass wir das ja, immer sagen. Ja, genau, Digga. Du gehst jeden Tag bei Harry Potter einkaufen, ne? Was? Schmutz, was Harry Potter, was? Na, Mr. Porter, Digga, wer ist das?
Es geht darum, wo hast mein Lieblingsladen, mein Lieblingsbestellding ist. Ja, du warst noch nie ist. Bei Mr. Porter, hab ich noch nie gesehen. Mein Lieblingsshop oder so irgendwas war die Frage. Was ist Mr. Porter? Mr. Porter ist ein Klamotten, da bestelle ich immer Klamotten, Digga. Ah ja, schwitzig. Er sagt Harry Potter, Digga. Alter, hä? Was soll... Jetzt bin ich hier echt verwirrt. Es darf ja eigentlich nicht Paul... Aber wahrscheinlich hat er trotzdem Paul Berger gesagt. Deswegen nehme ich Paul Berger... War eigentlich verboten zu nehmen. Deshalb bloß ein Punkt für dich. Das heißt, das sind jetzt schon 5 Punkte, Digga. Das war eigentlich der 4., aber es sind jetzt schon 5 Punkte. Ich wusste, wie Philipp tickt. Der nimmt das einfach trotzdem. Mit langsam check ich den Jungen. Was ist sein Lieblingsparfüm? Paco Rabanne, Bulgari, Viktor und Rudolf. Es ist Bulgari, weil das habe ich ihm gezeigt, Leute. Und Punkt Nummer 6 ist... da. Ja, das habe ich ihm gezeigt. Der hat das damals übelst gefeiert, das weißt du noch. So, Minigame. Geh runter zu Standard-Skill und erschrecke ihn. Nur wenn er sich wirklich erschreckt, bekommst du 2 Punkte. Und wir haben jetzt schon 6 Punkte. Oh mein Gott. Wie viele Freundinnen hatte Max insgesamt? Boah! Ich glaube, er hat sich erschreckt, oder? Nein, hab ich nicht. Ich weiß es nicht. Man muss bei dir in der Cam. Sei mal ehrlich, hast du dich gerade erschreckt? Das war eine Aufgabe, die ich machen musste. Nein, hab ich nicht, Digga. Du hast zusammengezuckt. Nein, ich hab dich nicht erschreckt, Digga. Kannst du hier eine Aufnahme gerne gucken? Ich weiß es nicht. Gibt's keinen Punkt für mich? Nee. Scheiße, Digga. Ich hab mich nicht erschreckt. Ach, okay. Dafür kriegen wir keinen Punkt, Leute. Weiter geht's. Schade. Okay, dafür kriegen wir leider keine 2 Punkte. Das heißt, wir sind immer noch bei 6 Punkten, Leute. Wo macht Philipp am liebsten Urlaub? Stadt, Meer, Berge? Ja, ich würde sagen, ganz classic Meer, oder? Ja, okay. 7 Punkte. Easy. Was kauft er sich als erstes, wenn er 10 Millionen gewinnen würde? Bugatti Chiron, Döner oder eine Yacht? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Döner ist so eine... Er ist halt so ein Choke-mäßiges... Könnte aber wirklich sein, dass er das so als auf dumm eingegeben hat. Bugatti Chiron feiert er, das weiß ich, aber kostet 3, irgendwas Millionen. Ich weiß nicht, ob er sich das wirklich holen würde, wenn man 10 Millionen gewinnt. Oder eine Yacht. Boot ist auch schon krass. Ich nehme mal Yacht, Leute. Ist das der 8. Punkt? Er gibt auf spaßmäßig Döner an, Digga. Er macht wirklich nicht mal... Er nimmt es nicht mal ernst, Digga. Es ist so schwer, das einzuschätzen. Wann wurde Philipp über Sex aufgeklärt? Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich habe bei mir in der 4. Klasse gemacht, weil in der 4. Klasse hatten wir Sexualkunde, das weiß ich noch. Das war am Anfang ziemlich verstörend, als man gehört hat, dass die Babys nicht wirklich von einem Storch geliefert werden. Aber okay, deswegen würde ich jetzt hier auch einfach mal, obwohl Philipp ist, ich weiß nicht, in den letzten Episoden, wenn es darum ging, erstes Mal Freundin, erstes Mal Geschlechtsverkehr, Philipp ist immer so ein Frühzünder gewesen, ja? Ich glaube, ich nehme mal dritte Klasse, sage ich dir ehrlich. Nein, es war die 4. Nein, scheiße. Ich hätte wie bei mir machen sollen, 4. Okay, Leute, weiter geht's. Nächste Frage. Philipp ist schon durch. Bei mir ist der PlayStation Card abgeschissen, deswegen muss ich weitermachen. Ich kann den Nacken klatschen, weil ich abhole. Ich werde die richtig doll hauen. Aber er meint schon, er ist gut dabei. Wir sind auch gut dabei. Was will Philipp 2020 auf YouTube erreichen? Weiter durchziehen, Daily Upload. Denke mal das. 3,5 Millionen Abos. Aktuell hat er 2,5, also 1 Million mehr. Okay, krass. Und oder 400.000 Live-Zuschauer knacken. Boah, das ist eine schwere Frage, weil das sind ja alles drei eigentlich fette, also Sachen, die er noch nicht erreicht hat und gute Ziele. Ich überlege gerade, was er da angegeben haben könnte. 3,5 Millionen Abos, 1 Million Abos mehr ist auf jeden Fall ein saftiges Ziel, ist saftig. 400.000 Live-Show ist glaube ich, zu krass so. Also, saftig. Ist, glaube ich, zu krass. Ich glaube, er hat gesagt, daily weiter Videos durchziehen. Ja! Ach! Bruder! Ja, Mann! Ich wusste. Ja, freust du dich, dass wir das Game schon gewonnen haben, du ja, aber, Freund. Bruder, weil. Ey, das war. Ich hab geraten, Digga. Es war alles. Es könnte alles sein, Digga. Könnte ja auch sein, dass du nach 360k Zuschauer dir denkst, dieses Jahr will ich die 400k Live schauen. Okay, könnte ja sein, Digga. Ich. Wie wäre Philipps perfekter. Oh, jetzt bin ich gespannt. Weißt du, was ich da gesagt hab? Digga, ich hab gedacht mit deiner alten, Digga. Ich hab so gesagt, bei schönem Wetter Lambo fahren. Ja, da wird's aber, da stand irgendwas mit der alten Spar und so. Wo immer. Und da hab ich gedacht, Digga, die alte wird mir erstmal eine Ansage machen. Ihr wisst Bescheid, Auto geht vor, Leute. Wie wäre Philipps perfekter Tag? Lebt er jeden Tag lebt er den perfekten Tag? Glaube ich nicht. Dafür hat Philipp so viel Stress. Lambo, Meer und Frauen. Okay. Driften im GT63S und Freunden nach. Ja. Was? Ja, Digga, ich wusste gleich so sagen. Löff, Digga. Er hat mir ja nur so gefragt, ich soll ja so beantworten. Ich bin so alles ganz in Ordnung bisher. Aber wenn du gefragt wirst, wie dein perfekter Tag abläuft. Ja, Digga, ich bin dann sagst du, lebe ich schon jeden Tag. Ja,
dran. Du sagst nicht mal so, ich hab schon ein Video vorproduziert, ist schönes Wetter, ich fahr den Lambo, bin tagsüber draußen mit den Freunden und so. Ja, dann beschreib doch das, wie viele Freunde... Deswegen mach ich auch jedes Mal weniger Punkte, weil der einfach immer so dumme Antworten gibt, Digga. Ich gib nichts mehr aus, so dumme Antworten. Wie viele Freundinnen hatte Philipp insgesamt? 5, 2 oder 3 Freundinnen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, also, Digga. Ist das so generell Frauen, mit denen du was hattest? Generell richtig Beziehungen, Digga. Oder richtig Beziehungen. Also das heißt, es könnten auch noch mehr Frauen sein, wo du einfach nur sowas hast. Also nur richtig, das sind richtig feste Beziehungen. Ja. Weißt du, Philipp ist eigentlich nicht so dieser Beziehungsmensch. Deswegen würde ich mal die geringste Anzahl nehmen, 2. Hey Mann, 3, woher soll ich das denn wissen? Mit welchem YouTuber würde Philipp eher ein Video machen? Izzy, Ton verändert, Crispy Rob. Hast du mit irgendeinem von den 3 Kontakt? Also ich glaube, Izzy jetzt eher weniger Ton verändert. Ist korrekter Dude. Crispy Rob finde ich übel sympathisch, mega cool. Den habe ich auch bei Rivis Geburtstag kennengelernt. Also ich finde, ich schwank gerade zwischen Ton verändert und Crispy Rob. Ich würde jetzt einfach mal Crispy Rob nehmen. Ja! Yeah! Schön mit dem Essen kochen oder ja, so. Ja, ja, also Crispy Rob ist cool. Wie oft hat Philipp dich schon angelogen? Ja gut, warte mal, sehr oft, jeden Tag, noch nie. Warum gibt es da nicht so mal vielleicht ein Einmal oder so? Das heißt ja, dass Philipp... Also die beiden Dinger implizieren ja, dass Philipp voll der Lügner ist mit sehr oft und jeden Tag. Oh, Digga, willst du mir schon schlechtes Gewissen machen? Und weil er gerade mit mir so diskutiert hat, dass ich ihn noch nie angelogen hätte, ist wahrscheinlich eins von den beiden hier. Und wenn er... Also jeden Tag, also so eine Ratte schätze ich nicht ein, aber sehr oft ist natürlich auch... Ah, ich bin ein Lügner, Digga! Weil ich es jeden Tag anlüge, scheiße. Was war heute die Lüge? Warum lügst du mich jeden Tag an? Digga, weiß ich, was wolltest du schon wieder wissen? Guck mal, das sind so Antworten. Ich lüge dich einfach immer an, Digga. Egal was, ich lüge dich immer an. Wie viel Geld hat Philipp im ersten Monat seiner YouTube-Karriere verdient? Circa 100 Euro, circa 50 Euro, circa 140 Euro. Im ersten Monat, als wir angefangen haben. Oder ich sag mal, wahrscheinlich das erste Mal, als er in einem Netzwerk und so monetarisieren konnte. Das könnte alles sein, das könnte wirklich alles sein. Ich sag mal, 140 ist so eine ungerade Zahl. Also warum steht hier 140 so und nicht so in 50er Schritten? Ich nehme einfach mal 140. Ach, Digga! Circa 100. Woher soll ich denn... Ja, jetzt wieder Digga. Ich wusste das. 20 Euro, Digga, wusste ich direkt. Warum wusstest du das? Weil ich das weiß, Digga, wenn du mir was erzählt hast. Guck mal, er sagt zu mir, ich würde ihn immer anlügen. Ich bin einfach ein guter Kumpel, Digga. Er sagt zu mir, ich würde ihn immer anlügen und gleichzeitig weiß er, was ich verdiene. Ich bin ein guter Kumpel, Digga. Ah ja, merk dir selbst, dass der Junge Scheiße erzählt. Was hat Philipp sich als Kind am meisten zu Weihnachten gewünscht? RC-Helikopter, Playmobil-Fahrrad. Es ist safe der RC-Helikopter. Wusstest du, was ich da hatte? Dieses Auto, mit dem man fahren kann. Ja, habe ich auch gleich richtig gehabt. Das aber, ey, das habe ich mir jahrelang gewünscht, habe es nie bekommen. Gruß geht raus an meine Eltern. Fahrradputztage, Digga. Ey, sind wir mit dem Fahrrad zur Schule gefahren, da brauchten wir das. Wie viel kostet Philipp sein ganzes Setup? Das sind Beträge, Digga. Circa 70.000, tschüss, Alter. Circa 100.000, circa 85.000. Was ist mit ganzes Setup gemeint jetzt? Immer alles, was Computer. Nur im Haus? Ja, ja, im Haus. Auch Lichttechnik im Haus. Ja. Also auch wenn in deinem Schlafzimmer ein Licht ist, das zählst du zu deinem Setup dazu. Ja, ja, klar. Ja, dann nehme ich das Größte, ca. 100. Jawoll, Digga, 10 Punkte, ca. 100. Creator Code, Kramix, OG-Eintragen nicht vergessen. Und wir sind durch. Wie viele Punkte hattest du? Ich hab dir nur 2 falsch, ich kann gleich mit runterkommen. Kannst du dir den Nackenchill abbekommen? Ich brauche das auf Video. Kannst gleich mit runterkommen. Ich hab nur 2 falsch. Ich glaub dir nicht. Du hattest mehr falsch. Ich glaub dem irgendwie nicht so ganz. Wirklich jetzt, ich hab nur 2 falsch gehabt, komm. Aber du gibst auch wirklich immer dumme Antworten. Jetzt mal ja, ganz kurz. Komm. Allein die Frage, wenn du 10 Millionen verdienen würdest, er sagt dünner. Du bist ein Schmutzfreund. Und wenn man dann irgendwie ein fettes Auto oder eine Yacht nimmt, dann... Nein, du bist ein Schmutzfreund, Digga. Alter, Digga, dafür f*** ich dich, Digga. Das sind 1,84. Das sind 1,84. Digga, du stehst da auf Latschen, du Idiot. Okay, warte, ohne Latschen. Ja, du hast doch den Punkt bekommen, was laberst du? Ja, ich hab den... Eigentlich hätte ich 2 Punkte. Dann. So, Leute, aber jetzt, ich hab gewonnen, ich hab nur 2. Aber das Ding ist, er weiß nicht mal, wie viele Punkte er hat. Nein, du kriegst jetzt einen Nackklatsch, verstehe ich. Du weißt nicht mal, Ich stell hier auf, Digga. Ich hab Angst, Leute. Mach deinen Nacken frei, Digga. Du kriegst jetzt einen Zerklatscher. Ich übertreib es nicht. Mach frei. Oh Gott, Leute, ich hasse mein Leben gerade. Warum hab ich das geangst? Du wolltest das so haben. Mach jetzt Hand, Digga. Ey! Ich will nicht. Okay. Mach deine Okay, dann brechen wir ja ab. Nein, wir brechen ab. Ich mach doch. Ich hasse mein Leben. Übertreib aber nicht. Bruder, ich hör's dir, übertreib nicht. Ah, oh, der
hat gescheppert, Bruder. Der hat geknallt, Digga. Der hat gut gescheppert, Bruder. Der hat geknallt, Junge. Oh, Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch an der Stelle auch noch frohe Weihnachten hier aus dem Paulberger Haus. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ey, Crimex und Stani sind out. Was da los?